Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um was Praktisches. Wie ihr hier schon seht, um einen Hammerhalter und ein Holster. Kommt von Parkside, gibt es bei Lidl. Und wenn dich das Thema interessiert, dann musst du kurz dranbleiben. Ja, auch für Verstaumöglichkeiten haben die Discounter gesorgt. In diesem Fall Lidl. Ihr seht schon, wir haben hier Produkte von Parkside wieder liegen. Einen Hammerhalter und ein Holster gibt es hier als Set. Kostet etwa 10 €. Verlinke ich euch natürlich unten, wie immer in der Videobeschreibung. Ihr wisst, wie das mit den Preisen ist. Die gehen mal hoch, die gehen mal runter. Tagesaktuelle Preise könnt ihr dann abrufen, wenn ihr dem Link unten folgt. Ja, wer Heimwerker ist, der muss auch ab und zu mal in Höhen hinaus klettern mit der Leiter etc. Und da ist es dann immer sehr, sehr sinnvoll, wenn wir da eine Möglichkeit haben, unser Werkzeug irgendwo zu platzieren. Meistens ist das natürlich nicht gegeben, gerade wenn wir auf einer Anstellleiter oder sowas dann arbeiten und dann vielleicht oben am Dach oder irgendwo etwas anschrauben wollen oder irgendwas annageln wollen oder sonst was. Und da bräuchte man eigentlich immer mal eine dritte Hand oder so. Und da haben sich dann ein paar Leute Gedanken drüber gemacht, haben dann etwas erfunden. Die Erfindung ist sicherlich nicht neu, die gibt es schon ewig, gibt es im Zimmereibereich natürlich schon seit Ewigkeiten. Einen Hammerhalter, hier könnt ihr euren Hammer reintun. Das Ganze könnt ihr hier am Gürtel befestigen, zeige ich euch gleich nochmal. Und hier haben wir ein Holster mit einigen Verstaumöglichkeiten nochmal für einen Akkuschrauber oder ähnliches. Auch dieses Teil könnt ihr dann direkt bei euch an die Hose bzw. an euren Gürtel festmachen. Und dann könnt ihr dann mit eurem Akkuschrauber und eurem Hammer in die Höhe klettern. Und was ihr sonst noch habt, wenn ihr hier Schraubendreher reinstecken wollt oder sowas, dann könnt ihr das hiermit auch machen. Vorteil daran ist dann, ihr braucht die Sachen nicht irgendwo vielleicht wackelig ablegen oder so, sondern habt die dann immer am Mann, wenn ihr hoch und runter klettert und habt die dann natürlich auch sofort griffbereit und könnt die dann zum Einsatz bringen, ohne dass ihr Gefahr lauft, dass euch das ganze Zeug runterfällt oder vielleicht noch einem, der unten steht, dann auf den Kopf fällt oder so. Das wäre natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Ja, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Der Hammerhalter hier ist hier festgenietet. Das Ganze ist hier so eine Art Nylon-Material, möchte ich fast sagen. Auf jeden Fall ist das hier Kunstfaser. Das wirkt sehr robust. Also ich kriege das jetzt auch nicht hier mit Gewalt auseinandergerissen. Ihr seht schon, der Gürtelclip hier, ihr müsst den Gürtel hier durchziehen. Das öffnet sich nicht von selbst. Manchmal ist das ja mit Klettverschluss oder sowas dann gearbeitet. Ist hier nicht der Fall. Ihr seht hier noch die zweiten Nieten von vorne. Also das ist wirklich sehr, sehr stabil gearbeitet. Ihr müsst das, wie gesagt, dann durch den Gürtel durchziehen. Und dann besteht hier auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass sich das hier von selbst öffnet, wenn ihr hier einen Hammer drin habt oder so. Und ihr könnt dann den Hammer direkt bei euch am Mann tragen und dann natürlich auch jeweils, wenn ihr ihn benötigt, dann zum Einsatz bringen. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier mal einen Hammer vorbereitet. Ihr legt den dann einfach so rein und dann hängt das Teil dann quasi bei euch drin an der Hose. Ihr seht schon, selbst wenn ich hier wackel, gelingt es mir hier nicht, diesen Hammer herauszubuxieren. Das heißt, der ist hier sicher enthalten. Selbst wenn er hier komplett schräg liegt oder ihr irgendwo hängen bleibt oder so, dann bleibt der Hammer hier tatsächlich an Ort und Stelle. Das gilt allerdings nur für Großhammer. Also ihr solltet das natürlich dann vorher probieren, ob euer Hammer hier tatsächlich sicher drin sitzt. Wenn ich jetzt natürlich hier so einen kleinen Hammer nehme oder so, gibt ja auch mal die Möglichkeiten, dass man so etwas dann in der Höhe benötigt. Dann passt das zwar so. Ihr seht, ihr könnt den hier auch einhaken, aber so wie ich dann das Ganze ein bisschen bewege, kommt das Teil dann natürlich hier heraus und dann kann es natürlich sehr, sehr gefährlich werden, speziell wenn unten irgendwie noch was Zerbrechliches liegt oder vielleicht ein Kollege unten euch mit der Leiter festhält oder so, dem fällt das Ganze dann auf dem Kopf. Also probiert das vorher einmal aus, ob euer Hammer da tatsächlich nicht rausflutscht und dann könnt ihr das Teil hier auf jeden Fall gefahrlos verwenden. Es ist leider nicht angegeben, wie viel Gewicht hier hineingehängt werden darf. Aber ich gehe mal davon aus, alle handelsüblichen Hammer, die ihr hier einführen könnt, die werden das Ganze dann auch aushalten. Ich weiß nicht, wie es mit dem Vorschlaghammer ist, aber mit dem Vorschlaghammer gehe ich dann auch nicht unbedingt eine Leiter hoch. Also ihr wisst, was ich meine, für den normalen Zimmermannshammer etc., Schlosserhammer oder sowas ist das natürlich geeignet.
Vorschlaghammer etc. würde ich damit vielleicht nicht unbedingt transportieren. Ja, für was das natürlich auch noch gut wäre, gerade jetzt, wo die Holzsaison wieder in den Startlöchern steht, wenn ihr einen Kamin habt oder einen Ofen oder sowas, dann macht ihr sicherlich von Zeit zu Zeit auch mal Holz. Da könnt ihr natürlich auch eine kleine Axt oder sowas, wenn ihr im Wald unterwegs seid, dann auch mit einhängen. Die ist dann natürlich dann immer am Mann und wenn ihr dann irgendwas entasten wollt oder sowas, dann ist sowas natürlich auch immer recht schnell gezückt. Ja, kommen wir hier mal zum Holster. Ihr seht, das ist ähnlich hier aufgebaut. Also das Material ist hier gleich, ist auch einigermaßen farbneutral gearbeitet, sodass das eigentlich sich in jede Werkstatt hier problemlos integrieren lässt. Manch einer legt da ja wirklich Wert drauf, wie die Farbgestaltung hier von Werkzeugen und Hilfsmitteln hier tatsächlich ist und stimmt das teilweise sogar aufeinander ab. Da habe ich schon die merkwürdigsten Zuschriften tatsächlich erlebt. Ja, auch bei dem Teil ist es so, dass wir das Ganze hier am Gürtel befestigen können. Ihr seht schon, hier haben wir auch so eine Gürtellasche mit drin. Ich kann euch das ja mal ausmessen, wie stark euer Gürtel dann hier maximal sein darf. Der ist bis 8 cm, würde ich mal so sagen, ist das Ganze hier geeignet. Also 8 cm starke Gürtel könnt ihr hier durchziehen. Ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt dann in Hosen gibt, aber in Arbeitshosen ist ja sowas vielleicht dann auch möglich. Ihr seht schon, das Ganze ist hier auch vernäht, lässt sich auch nicht öffnen. Also auch das ist hier nicht über Klettverschluss designt, sondern tatsächlich etwas robuster. Hier an der Oberseite haben wir noch eine kleine Tasche. Da können wir vielleicht ein paar Schrauben oder Schräubchen oder irgendwas hineinlegen. Hier sind aber auch so eine kleinen Gummihalter mit drin. Da können wir dann vielleicht Langbits oder andere Bits oder vielleicht kleine Schraubendreher oder sowas dann mit einstecken. Kann das ja hier mal probieren. Das funktioniert natürlich dann jetzt so nicht, aber wir können da wie gesagt irgendwelche Bithalter oder Bits oder sonst was können wir dann dort hineinstecken oder irgendwelche Sachen, die kurz sind, wenn wir solche langstieligen Sachen hier haben oder langschaftigen Sachen vielmehr, die halten dann hier drin nicht. Die können wir allerdings dann hier draußen dann einstecken und ihr seht, da hält das Ganze dann schon etwas besser. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei Schraubendreher einzustecken und hier ist noch ein bisschen was Größeres. Das könnte vielleicht für einen Cutter oder sowas taugen. Probier das mal mit dem Cutter aus. Ja, ganz so sicher steckt es jetzt nicht, aber wenn ihr vielleicht einen kleinen Cutter habt oder so, ich kann das ja auch mal ausprobieren. Hier mit so einem Plastik-Cutter, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass das hier gut ausgestattet ist damit. Hier vorne haben wir noch mal eine etwas größere Tasche sogar. Vielleicht passt mein Cutter da besser hinein. Machen wir das hier mal auf. So. Ja. Also es ist schon fest. Ihr seht, wenn ich das jetzt hier hin und her schmeiße, das bleibt hier tatsächlich an Ort und Stelle. Der Schraubendreher fällt natürlich raus, wenn ich das Ganze hier auf den Kopf drehe. Das sollte logisch sein. Aber ihr seht, ihr habt hier auch von außen Verstaumöglichkeiten, um da irgendetwas hineinzustecken. Ja, hier nach unten hin ist das Ganze natürlich dann geöffnet. Wofür das gut ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr da hinein dann einen Akkuschrauber hineinstecken. Das sieht dann so aus. Und manchmal sind die Schrauber ja teilweise sogar noch länger. Oder wenn wir dann einen längeren Bit oder sowas drauf haben, dann muss der natürlich unten auch rausgucken. Wenn das hier zugenäht wäre, dann hätten wir wieder eine Beschränkung und dann könnte der Akkuschrauber vielleicht nicht ganz so sicher da drin sitzen. Und natürlich würde das hier unten dann, auch wenn wir da was Spitzes drin haben im Akkuschrauber, vielleicht auch ein Bohrer oder, würde dann natürlich hier unten das Material dann beschädigen und irgendwann ribbelt sich das Ganze dann auf und dann fällt uns das Ganze auseinander. So ist das natürlich etwas haltbarer. Ihr seht schon, der Akkuschrauber wird dann hier so hineingesteckt. Und um das Ganze dann nochmal zu sichern, haben wir hier nochmal die Möglichkeit, mit diesem Band und dem Klettverschluss das Ganze dann nochmal zu fixieren. Und ihr seht, das hält auch wirklich recht gut. Ich kann das jetzt hier sogar hin und her schleudern, ohne dass mir das Ganze hier irgendwie auskommt. Also das funktioniert. Ja, es gibt ja auch bei manchen Akkuschraubern die Möglichkeit, hier einen Gürtelclip hier direkt zu befestigen. Ihr seht, das ist auch hier der Fall. Einmal kann man hier einen Bithalter oder sowas befestigen. Meistens auf der anderen Seite, zumindest ist das bei Bosch-Geräten so, dass man da auch nochmal einen Gürtelclip dran befestigen kann. Das sind natürlich nur so eine kleine Metalllaschen, womit man den Schrauber dann direkt an den Gürtel dann auch stecken kann. Das hier ist natürlich alles ein bisschen robuster und ihr könnt damit ein bisschen stärker rumhantieren, als wenn ihr das nur lapidar an den Gürtel befestigt.
Und ich hatte mal eine Umfrage gemacht, ob ihr solche Gürtelklipse tatsächlich benutzt. Und die Leute, die natürlich dann im Bauhandwerk unterwegs sind und dann viel auf Dächern oder sowas unterwegs sind, die haben geschrieben, na klar, nutze ich täglich. Der normale Heimwerker hat mir dann geschrieben, nee, das Ding habe ich noch unangeschraubt bei mir in der Kiste liegen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie sieht das hier mit solchen Sachen aus? Würdet ihr so etwas nutzen? Seht ihr dafür einen Einsatzzweck bei euch? Oder sagt ihr, nee, sowas brauche ich auf gar keinen Fall? Und speziell auch zu diesem Hammerhalter hier möchte ich dann natürlich von euch das Gleiche wissen. Deswegen schreibt es in die Kommentare, ob ihr sowas vielleicht schon im Einsatz habt, ob ihr damit liebäugelt, ob ihr sowas mal anschaffen möchtet und wo ihr darin die Einsatzzwecke seht. Ja, wie gesagt, Produkt und Alternativprodukte habe ich euch unten auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Wenn euch das Video hier ein bisschen inspiriert hat, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr kein folgendes Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Bleibt gesund und ich sage erstmal bis dahin.